Herzlich willkommen allen Freunde! Ja, heute geht es, glaube ich, zum härtesten Kampf überhaupt in Yu-Gi-Oh! Zu. Und zwar sieht man hier schon die Schatten von Thea und Maike. Nee, Mai. Ja. So. Oh, Yugi! Warte, wo ist die Weiter-Taste? Achso, ich kann einfach draufklicken. Okay. Komm schon, Yugi! Warum antwortet er uns nicht? Ich habe ihn noch nie so gesehen. Er ist total weg. Nur, er hat gerade die einzige Chance, seinen Großvater zu retten, verloren. Mai kam schlendernd die Truppe... oh Gott, ich kann nicht reden, ne? Warte, ich trinke mir mal eben schnell was. Tut mir leid. Eben ganz, ganz kurz. So. Mai kam schlendernd die Treppe vom Pegasusburg hoch. Weiterklicken. Was ist los? Wenn ihr gegen Sternchips habt, was? Wenn ihr genug Sternchips habt, um in die Burg zu kommen, warum seid ihr dann hier? Es ist Yugi. Er verlor seinen Chips an Kaiba und jetzt ist es, als hätte er den Willen verloren, weiterzumachen. Also, der kleine Kerl verlor schließlich eins. Hä? Glück für euch, dass ich kam. Hör zu, Yugi. Du wurdest geschlagen, aber es bedeutet nicht, es ist das Ende der Welt. Als ich geschlagen wurde, dachte ich auch, es war alles zu Ende für mich. Aber dann bist du eingesprungen und hast meine Sternchips gerettet. Und jetzt erwidere ich deinen Gefallen. Aber wenn du deinen Sternchips aufgibst, kannst du nicht das Preisgeld gewinnen. Ich bin freundlich, nicht dumm. Wow, sie bereit 10 Chips für sich. Mach weiter, Yugi. Du weißt, ich schulde dir einen, also nimm sie. Hm? Sind meine Sternchips nicht gut genug für dich? Na schön, ich werde sie behalten. Und deine Freunde können dir deine Nase wischen, den ganzen Weg zurück in den Kindergarten. Werd erwachsen. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Mai, werde nicht wütend. Du verstehst es einfach nicht. Oh, ich verstehe. Dein Freund verlor ein lausiges Duell und jetzt ist er zu feige, um wieder zu spielen. Ist das nicht richtig? Wie erbärmlich. Komm schon, Hühnchen. Was? Hühnchen, Junge? Duell. Du, was? Duell mich für sie. Ich werde dich duellieren. Ich werde dich hier und jetzt duellieren. Für Yugi. Okay, wir benutzen natürlich das Geschichte-Deck, falls es wirklich nicht klappen sollte. Was ich echt stark glaube. Aber Herzerkarten ist ja mit mir, ne? Werde ich vielleicht irgendwann das Benutzerdeck da mal herstellen. Okay, wir spielen als erstes. Das heißt, wir können schon mal eine gute Verteidigung bauen. So, ja, jetzt kommen die ganzen 200er, 300er Monster. Wähle eine Zauberkarte in deinem Friedhof und füge das gewählte Ziel auf deine Hand hinzu. Okay, den setzen wir einfach mal. Ein Lichtmonster, das mit dieser Karte ausgerüstet wird, erhöht seine Attacke um... Das ist 500, Bogen... Ach, der hat so eine Art Ausrüstungsdeck, würde ich jetzt mal so nennen, oder? Ja. Ja, doch, doch. Okay, 1600 ist zu schlagen. Boah, das wird ja schon schwer, 1600 zu schlagen. 400, 800, 1300, 1000... Oh Gott, muss ich ja hier echt... Oh, ich habe nicht mal ein Monster. Das ist doch hier schon wieder verarsche. So, zumindest ist die Karte schon mal weg. Komm. My Valentine. Ach, das ist ein V in ihrem Namen. Ich dachte die ganze Zeit, hey, was sind das da für eine 1? Oder was soll das sein? Naja, jetzt habe ich es erkannt. Takuhi. Takuhi. Hatte ich, glaube ich, nie. Als glücklicher Geliebter. Wir haben endlich mal eine Karte. Wow. Das bedeutet, wir müssen jetzt tatsächlich alle Karten einsetzen. 1200. Ich werde aber, glaube ich, werde ich alle Karten einsetzen? Ich bin mir nicht so 100% sicher. Na, den Bogen kann ich ja erstmal lassen. Oder? Ein Kampf gelegt wird, kannst du eine. Okay, die zerstöre ich dann als letztes. Okay, komm. Einfach alle. YOLO. YOLO Maul. Maudado. Ach. Egal.
Vergiss das bitte. Danke. Ist mir peinlich. Yulu Mauli da. Nee. Yulu. Nee, mir fällt's gerade nicht mehr ein. So. Okay, verdeckte Karte. So, bitte noch ein Monster. Das wäre nice. Oh, sogar ein relativ starkes für ihre Deckverhältnisse. Ach, jetzt will jemand mit mir spielen. Nein, ich kann jetzt nicht. Ich nehme auf. Tut mir leid. Mann. Immer wollen sie mit mir spielen. Aber ich habe doch keine Zeit für die. Vor allem, wieso habe ich denn schon 4900? Und Mai hat nur 7000. Was ist das? Oh nein. Oh, danke schön. Dass sie mir hier eine Karte beschafft hat. Feenbogenschütze. Oh, da bin ich mal gespannt. Für jede Karte in beiden Friedhöfen, die denselben Namen wie das Monster hat. Das ist auch nice. So, während deiner Mainphase kannst du deinen Gegner 400 Schaden für jedes offene Lichtmonster zufügen. Das kann nicht zum Spielzeug angegriffen, indem du... Aha, okay. Dann... beschwöre ich dich einfach mal. So. Und dann gebe ich dir trotzdem eine Ausrüstungskarte, dass du das überlebst. Und du willst den Effekt nicht einsetzen. So, Angriff. Ach so, die hat das noch nicht. Okay, Entschuldigung. Mein Fehler. Jetzt habe ich hier eine HP verschafft. Das macht aber, glaube ich, nichts. So. Mit der konnte ich ja jetzt nicht angreifen, ne? Habe ich, glaube ich, richtig gelesen. Oh, 1400. Wieso ruft sie die? Scheiße. Scheiße. Was ist jetzt hier los? Nichts? Okay, dann nicht. So, dann... setzen wir die mal in Verteidigung. Und... wir greifen an. Kann die jetzt angreifen? Ah ja, doch, die kann doch angreifen. Dann machst du die weg und ich mache die HP hier weg. So. Oh, ich läuft gar nicht so schlecht. Ne, da hatte ich jetzt echt mehr Angst mit ihren Schrottmonstern. Aber die hatte halt auch wirklich nur Ausrüstungskarten. Ich weiß nicht, ob das Ganze gut ist. Okay, wir können uns eine Karte wiederholen, dann hole ich mir die. Weil ohne Ausrüstung kann ich nicht gewinnen. Das merke ich schon. So, was? Bitte noch ein Monster, schade. Das Ausrüstung, blablabla. Oha. Effekt aktivieren. Die lohnt sich richtig. So, jetzt haben wir 4400. Das sind 3000 Schaden. Alter. Hallo, Thea? Dein Deck ist doch ganz gut. Alter Schwede, ey. Die hat einfach 4400 Angriff. Fucking 4000 Angriff. Was ist denn falsch mit der? Thea, ey. Deine komischen Watte-Dinger hier sind echt nice. Nicer Shit. So, jetzt hoffe ich, das reicht. Ja, reicht. Oh mein Gott. Wir haben gegen Mai mit Thea gewonnen. WTF? WTF, Leute. Ich geb auf, der. Ich habe nicht die Karten, um zu geben. Ach ja, der hat uns ja gewinnen gelassen. Ah, ich hab's vergessen. Ich hab gewonnen. Gut gemacht, der. Du kamst wirklich durch für Yuri. Gute Partie. Was auch immer. Ich brauchte diese Sternchips sowieso nicht. Mai gab ihren Sternchips ab und begann wegzulaufen. Warte mal. Ich muss dir etwas fragen. Wenn du die letzte Karte gespielt hättest, hättest du nicht gewonnen. Es war eh für nichts. Es gab nichts, was Thea hätte stoppen können. Mich zu schlagen. Einige Karten sind einfach nicht wert, gespielt zu werden, Herr Yugi. Danke. Yugi, ich gewann diese Sternchips für dich. Ich weiß, vielen Dank. Klar doch. Ich werde nie vergessen, was du für mich gemacht hast, Thea. Du überwanderst deine Ängste für mich. Und du hast mir den Mut gegeben, mit meinen umzugehen. Ich werde wieder duellieren und hoffentlich werden die Folgen nicht so schlimm, wie ich fürchte. Oh mein Gott, ey. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein neues Deck von Mai und ein neues Booster Pack. Das schauen wir uns gleich mal an und ein
Battlepack, wie ich hier sehe. So, aber erst geht's mit der Story weiter. Duell-Identität. Hey, schon wieder gegen Mai. Oh, die Zeit war gekommen für die Duelist Kingdom Turnierfinale. Und Yugi und Joey waren mehr als bereit. Achso, ich wollte in der Robotermäßig sprechen. Egal. Ich hoffe, dass ich das Richtige tue mit der Entscheidung, mich wieder zu duellieren. Aber mit Großvaters Seele auf dem Spiel muss ich. Yugi und Joey gingen in die Arena und trafen sich mit den beiden anderen Finalisten, Mai und Bandit Cave. Bandit Cave hatte seinen Weg in die Finale betrogen und hatte keine Pläne, jetzt zu stoppen. Yugi, Joey, Mai und Bandit Cave. Ich begrüße euch alle zu der Playoff Arena. Hier ist, wo die letzten großen Duellmonsters-Duelle geführt werden, um die Meisterschaft des Duelist Kingdom zu bestimmen. Nur einer von euch wird als Sieger hervorgehen. Nur einer von euch wird die 3 Millionen Dollar Preiswelt gewinnen. Und natürlich der Sieger in den Playoffs verdient das Recht, mich im Finale herauszufordern. Dem Sieger wird eine Bitte gewährt, was auch immer sein oder ihr Herz am meisten wünscht. Und wenn es in meinen großen Macht steht, dies zu tun, wird der Wunsch gewährt. Der Sieger wird auch als der unbestrittene Duelist Kingdom Meister erklärt werden und die Nummer 1 in der Welt. Und Jungs, das werd ich sein. Sicherlich ist jeder Duellant, der so weit gekommen ist, in Erkenntnis genommen, dass der Titel und das Geld nicht der eigentliche Preis ist, nicht wahr? Du bist ein normaler Komiker. Das Geld ist alles, was ich brauche für die Operation von meiner Schwester. Ja, ich bin sicher, einige von euch haben andere Gründe, in diesem Turnier zu sein, als anderen. Ist das nicht so, Yugi? Du hast meinen Großvater Seele und Mokubas und sogar Seto Kaiba in Gefangenschaft. Aber ich werde einen Weg finden, dich zu besiegen und sie alle zu retten. Das SI-Finale war Yugi gegen Mai. Obwohl Mai nun befreundet mit Yugi war, spielte sie, um zu gewinnen. Früher dachte ich, die einzige Person, die einem Duellant vertrauen könnte, war sich selbst. Alle anderen waren nur Gegner. Dann traf ich Yugi und ich lernte durch ihn, dass auch die stärksten Gegner in der Arena außerhalb Freunde sein können. Wenn er mir nicht seine Sternchips ausgeliehen hätte, hätte ich vielleicht es nie in die letzte Runde gemacht. Ich stehe in sehr großer Schuld. Der Satz klingt ein bisschen falsch, dass die eine Runde gekackt hätte. Ich habe Yugi ein ehrenvolles Duell versprochen und das ist genau das, was ich ihm geben werde. Aber wenn er denkt, das heißt, ich werde nicht alles geben, dann träumt er. Ich werde in diesem Spiel alles, was ich habe, geben. Und wenn Yugi untergeht, wird es ein Sieg, auf den ich stolz sein kann. Ich versprach ihm ein ehrenvolles Duell, nicht leichtes. Okay, wir kämpfen wieder mit Yugis Deck. Ich glaube, da hat sich nicht so viel getan. Ich denke auch gar nichts. Weil wir ja immer noch hier sind. So, ja. Einzelmodus. Okay, Hirnkontrolle. Und Ritual. Ah, wir haben Ritualmonster. Hat sich doch ein bisschen was getan. Wieder ein Monster, das du kontrollierst und besitzt. Falls das Monster noch auf der Spiel liegt, mische es und bla 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 bla. Okay. Dann tue ich dich erstmal da raus. So. Vielleicht der Karte aktiviert. Nee, bitte nicht. Och, nee. Nee, ich will nicht jetzt wieder die ganze Zeit Nein drücken. Da bin ich ja schon wieder kurz davor, das zu machen. Mann. Okay, 1200. Defekte? Ja, okay. Okay, ich frag lieber nicht. Das Gute ist, wir können mit der Hirnkontrolle sie rüberholen. Und dann kann ich die opfern. Aufopfern. Das... Mach ich das? Ja, okay, mach ich. Effekt aktivieren. Und rüber mit ihr. Dankeschön. Und schnell Tributbeschwörung machen. So, tada. Nee, ich will nicht irgendwas einsetzen. Oh, diese Karte. Mann, die nervt mich einfach. Drachenflugangriff? Nein. Danke. Boah, das da unten mit den Errungenschaftsfortschritt, das nervt mich ein wenig. Nach dem Duell könnte man das ruhig anzeigen, aber nicht die ganze Zeit. So. Okay.
Ah, jetzt ruft er, jetzt ruft sie bestimmt wieder ihren Drachen. Oh. Ihren Drachen. Scheiße. Oh mein Gott. Wir haben einfach Glück. 700 sind 2700. Wir haben doch kein Glück. Aber ich werde es trotzdem machen. Nein. Nein. So, dann rufe ich dich. Also ich hätte dich vielleicht doch nicht rufen sollen. Nein. Egal. Ach, Mann. Angriff. Nein. Nein. Also echt. In diesem Let's Play hier werde ich glaube ich am meisten immer Nein sagen. Nein, 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 nein. Nein, danke. Nein, nein. Nerv mich nicht, nein. So, Drachenflug darf jetzt nicht sterben. Kacke. Drachenflug stirbt. Och nee, jetzt ruft sie wieder ihre Dings da, Bumsi. Scheiße, ich glaube, das Duell werde ich verlieren. Das sehe ich jetzt schon. Uh-oh. Wie soll ich diesen Drachen da besiegen? Scheiße. Och nee. Ich hasse Apien. Hätte die da gerade so gekämpft, ne? Hätte ich echt verloren. Vor allem jetzt kommt ja erst noch die Karte. Okay. Okay, das ist... Ich weiß nicht, ob das was wird. Aber es sieht gefährlich für mich aus. Sehr gefährlich. Aua. Okay, das war's. Ach man, das ging ja schnell. Mann, 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 Mann. Weiter. Komm. Noch einmal probieren wir es. Ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich weiß auch nicht, wann ich angefangen habe. Aber das ging ja jetzt doch relativ schnell, deswegen würde ich sagen, das machen wir mal eben. Dann wird der Part vielleicht 25 Minuten dauern. Ne? Oder 30. Ja, 30 ist vielleicht ein bisschen zu lang, egal. So. Wer darf anfangen? Ich? Ja. Dann setze ich dich mal erstmal in Verteidigungsmodus. So, du bist dran, Mai. Solange ich keine nervige Zauberkarte auf der Hand habe, finde ich super. Och nee. Ach nee. Oh, ist kaputt gegangen. Wieso ist das jetzt kaputt gegangen? Das weiß ich nicht. Ah, oh, das Ritualmonster hätten wir schon mal. Die hat ein... Boah, die hat so viel. Werde ich dich erstmal ersetzen. Ich weiß nämlich gerade nicht, was ich machen soll. Weil ich glaube, so ein starkes Monster hat Yugi nicht im Deck. Mit 4 Sternen. Bisschen schwer. Okay, jetzt kommt ja auch noch. Ja. Na, oh nee, ey. Alter. Monsterrettung. Du kannst die Karte nicht, bla bla bla. Ach man, ey. Jetzt habe ich hier noch so eine nervige Karte. Was mache ich denn jetzt? Ach man, ich kann gerade kein Monster dahin tun. Weil, also nächstes Mal, dann muss ich diese Benachrichtigung unten rechts ausstellen. Och nee, jetzt schon. Als ob. Als ob. Ah, er kann nicht angreifen. Okay. Nein, nein. Ach nein. Nervst mich. So, nein. Willst du nochmal fragen? Nein, okay. Nein. Ich hab nein gesagt. Mann, ey. Okay, ich... Wenn er jetzt hier Monster angreift, dann aktiviere ich die Karte einfach. Das nervt mich zu sehr. Aber... Achso, ja, kann ich ja nicht, weil die in der Hand ist. Hab ich vergessen. Scheiße. Keltischer Wächter. Muss er sagen. Das sieht wieder sehr gut aus für mich, ne? Mhm. Sehr gut. So, die Karte hier werde ich einfach retten. Nein. 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 Oh nee, nein. Och, nee, jetzt kommen noch mehr Harpien-Kakas.
Ach Mann, ey. Hör doch auf, bitte. Nein. Was ist das denn jetzt? Nein? Okay. Scheiße. Ja, muss ich. Effekt aktivieren. So. Ach, ich dachte, ich hätte jeden Angriff aufgehalten. Scheiße. Wir haben aber überlebt. Yeah, Ritual wäre jetzt cool. Ritual? Oh. Nice. Oh Gott. Das war eine Rettung. Das war eine Rettung. Och nee. Okay, ich hab verloren. Scheiße. Scheiße, ja, alles klar. Hol doch alle wieder. Ganz ehrlich, hol doch gleich alle wieder. Nee, also echt. Scheiße. Ja, da würde ich sagen. Wir schauen uns jetzt nochmal das neue Pack an, was wir bekommen haben. Zurück. Zurück. Kartenshop. So, hier. Hallo Kaiba, ich kauf mal 5 Stück wieder. Neo. Wie viel haben wir gekauft? 5, ne? Ja. Ne, 3. 3. Okay, 3 kaufen wir uns. Ja, los. Was haben wir jetzt? Haben wir hier was Cooles? Tatsächlich nein. Noch, also noch nichts Gutes. Komm nochmal. Und was haben wir hier? Ich glaube, die war ganz gut. Verborgener Tempel, Teil der Toten. Komm, 2 kaufen wir uns doch noch. Es geht ja schnell. Ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Oh, dunkles Magiermädchen, aber tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Links kommt ihr zum neuesten Upload und rechts kommt ihr zur Playlist und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann, euer Kameto und ciao.